Moin Moin, ich bin wieder zurück. Wer mich nicht kennt, ich bin Alex und ja, heute hört ihr ein kleines bisschen was zu meiner, was heißt Alkoholgeschichte, aber ich habe ein Jahr ohne Alkohol ausgehalten. Ich dachte mir, das ist ein sehr gutes Thema, um wieder reinzukommen. Ich kann euch ein kleines bisschen was dazu erzählen, wie das letzte Jahr so vonstatten gegangen ist, was ich dabei gelernt habe und euch so ein kleines bisschen erzählen, wie das so ist, auf einer Party zu sein, auf der sich alle betrinken und du sagst, yay, Cola! Ich habe ungefähr auch vor einem Jahr das Video gemacht, warum ich keinen Alkohol mehr trinken möchte. Ich habe nun über ein Jahr schon voll gemacht. Ich habe da eine App auf dem Handy, die nennt sich I am sober. Und wenn ich da jetzt reingucke, steht da, I've been sober for 1 year and 20 days. Das stimmt nicht mehr so ganz. Warum das nicht mehr so ganz stimmt, und warum ich vor ein paar Tagen mich noch einmal an Alkohol versucht habe, werde ich euch natürlich auch erzählen. Aber wir kommen erstmal zu dem Grund, warum ich das Ganze überhaupt gestartet habe. Ich habe das Gefühl, Alkohol in Deutschland ist einfach, weil es ab 16, also Bier und Wein, ist noch irgendwas ab 16 schon verfügbar in Deutschland, so frei verfügbar ist und ab 18 natürlich auch alles harte. Seien wir mal ganz ehrlich, ich bin mit 17 schon oder mit 16 wahrscheinlich auch sogar schon an harten Alkohol gekommen. Man findet immer seine Wege und es ist irgendwie so sehr socially approved, um es mal auf Englisch zu sagen, weil mir das Deutsche nicht einfällt. Es ist sehr, sehr akzeptiert in der Gesellschaft, Alkohol zu trinken und weniger gesehen, dass Leute nicht trinken, beziehungsweise man wird eher gefragt, warum man kein Alkohol trinkt auf Feiern, als dass es heißt, der hat schon ein Bier getrunken. Wow. So, nun aber zu der Geschichte, warum ich Alkohol erstmal Lebewohl sagen wollte. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr eine Verabredung mit Freunden, es mag sogar schon länger her sein. Wir waren ein bisschen hier in Hamburg auf der Schanze unterwegs. Ich hatte eine Falafel gegessen, war also gut gesättigt. Das heißt, normalerweise ist dann das Problem nicht da, wenn ich ein, zwei Bier trinke, dass es mir unglaublich schlecht geht. Nun waren wir also im Alten Mädchen auf der Schanze. Das ist direkt an der Haltestelle Sternschanze. Also wenn man aussteigt, ist man eigentlich schon direkt da. Für jeden, der gerne mal dahin gehen möchte, die haben eine unglaubliche Auswahl an Bier im Alten Mädchen. Nun aber weiter zur Geschichte. Wir haben uns also noch, was weiß ich, 2, 3 Stunden dort aufgehalten. In der Zeit habe ich 2 Biere konsumiert. Mit maximal, was weiß ich, 6% maximal. Und auf der Heimfahrt habe ich dann irgendwann gemerkt, mir geht's gar nicht gut. Ich kam also zu Hause an, hatte das Gefühl, man hätte mir irgendwas in den Drink gepackt und habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Ich hing wirklich ungelogen 2 Stunden über der Schüssel und habe meine Innereien in diese Schüssel gegossen. Und ich hatte diesen Verdacht eben schon länger, dass Bier und Wein das eben bei mir auslöst. Und ja, Histamine, klar, ist auch ein großer Auslöser mit gewesen, warum ich dem Alkohol Lebewohl sagen wollte, ne? Gerade Bier und Wein haben eben Alkohol enthalten und eben aber auch Histamine. So. Durch den Alkoholgehalt im Bier und im Wein ist natürlich, fährt das Immunsystem so ein kleines bisschen runter, beziehungsweise bekämpft diesen Alkohol und lässt diese Histamine deutlich schneller ins System. Das heißt, eigentlich, wenn man eine Histaminintoleranz hat, merkt man das bei Bier und Wein meines Erachtens. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das bei euch anders ist. Aber meines Erachtens ist es so, dass gerade bei Bier und Wein das sehr, sehr schnell auftritt. Ich habe es in der Vergangenheit schon häufiger gemerkt, dass eben gerade bei Biergenuss, weil ich Bier sehr gerne mag, meine Nase angeschwollen ist. Also ich konnte teilweise wirklich nicht mehr durch die Nase atmen und es endete eben in dieser Odyssee nach 2 Bieren. So, nachdem ich also meine kompletten Innereien in diese Schüssel ergossen habe, war für mich der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich trinke sowieso nicht so gerne, wenn überhaupt ein Bier und das geht auch in unalkoholisch und habe beschlossen, ich werde ab heute Nein sagen zu Alkohol jeglicher Art, auch histaminarm, sei es Wodka, sei es irgendwas. Ich mag mich nicht gerne betrunken, ich mag diesen Zustand nicht und ich mag nicht, wie ich
mich am nächsten Tag fühle oder wie ich da bin, weil das kann ich ja auch sein ohne Alkohol. All das, was Alkohol tut, und zwar die Hemmung zurücknehmen, kann man eben auch erlernen. Und dazu braucht man keine Droge. Ist es ja nun mal. Nun habe ich dieses Jahr sehr, sehr gut durchgehalten tatsächlich. Ich habe sehr, sehr gut gelernt, Nein zu sagen. Es kam des Öfteren natürlich die Fragen, warum tust du das? Ich das also erklärt, na klar, Histamin, ich möchte es nicht, ich fühle mich schlecht danach. Und ich habe mich besser gefühlt am Abend, ich habe mich besser gefühlt am Morgen. Klar war ich müde, wenn ich länger wach war, aber mir ging es deutlich besser damit. Ich konnte die Abende deutlich besser aufsaugen. Ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, ich habe mich peinlich verhalten. Ich konnte mich selber besser einschätzen. Und ich habe sehr, sehr gerne die Kontrolle über mich, mein Handeln und meinen Körper. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, mir geht's nicht gut, ich möchte ausgelassen sein, dann bin ich ausgelassen. So, es ist sehr, sehr einfach mittlerweile jetzt nach diesem Jahr für mich Nein zu sagen. Zudem ist mir aufgefallen, dass an den Abenden, wo ich, keine Ahnung, wo die anderen Leute gefeiert haben und ich daneben saß, hatte ich in der Regel tiefergehende Gespräche. Klar, die andere Person hat wahrscheinlich in der Regel auch immer irgendwie noch was getrunken, aber ich habe tatsächlich gesehen, dass ich damit auch andere Menschen positiv beeinflussen kann. Chris zum Beispiel trinkt deutlich weniger. Es gibt kein Feierabendbier mehr sozusagen. Klar, er hat hier seinen Whisky stehen, den trinkt er auch ab und zu, aber es ist nicht mehr in dem Maße, dass es, was weiß ich, nicht jeden Abend der Fall ist, ne? Aber es ist auch deutlich weniger geworden. Ich habe gemerkt, wenn ich Freunde besuche und man normalerweise irgendwie ein Bierchen oder ein Rotwein getrunken hat, dass auch die sich ein kleines bisschen gezügelt haben, weil ja die nüchterne Person mit anwesend war. Und in der Regel auch sehr, sehr tiefgehende Gespräche dadurch resultiert haben. Das heißt, meine Beziehungen sind dadurch auch besser geworden. Ich kann es deutlich besser wertschätzen. Ich weiß nicht, ob ich es wertschätzen nennen soll. Ich nehme die Erfahrung deutlich besser auf, als wenn jetzt Alkohol im Spiel ist und mein Gehirn irgendwas macht. Ich weiß nicht, was es macht, aber irgendwas macht. So, das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. Und ja, vor allen Dingen geht es mir sehr, 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 sehr gut damit. Ich habe keinen Kater. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir mein Schädel eingeschlagen wird am nächsten Morgen. Und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich zu Alkohol greifen muss, wenn ich mich unsicher fühle. Das ist ganz, ganz häufig, als ich jung war. Wow, die Granny. Als ich jung war, ist es der Fall gewesen, dass ich immer, wenn ich mich unwohl in sozialen Situationen gefühlt habe, sprich, ich bin introvertiert, dann einfach zum Alkohol gegriffen habe, um mich ein bisschen aufzulockern. Das ist nicht mehr der Fall. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss das. Ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt. Ich habe es gelernt. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Lektion. Nun, ein Jahr ist jetzt vorbei und ich habe wann waren wir in Prag? Vor anderthalb Wochen, direkt quasi fast, nachdem ich ein Jahr voll hatte, habe ich in Prag, um es hochzurechnen, 3 Cider vielleicht getrunken. Wir waren 3 Nächte da ungefähr. Waren wir 3 Nächte da? 1, 2, 3? Ja, kommt hin. Wir waren 3 Nächte da und ich habe 3 Cider getrunken. Ich habe an dem einen Abend tatsächlich gemerkt, dass ich sehr lange nichts getrunken habe. Es ist mir sehr, sehr warm im Gesicht geworden und ich habe ziemlich schnell wieder gemerkt, wenn ich über diesen Punkt hinausgehe, geht es mir nicht gut. Das heißt, ich kann selbst wenn ich jetzt trinken würde wieder, meinen Alkoholkonsum sehr, sehr gut einschätzen. Und das ist auch schon mal eine sehr gute Sache. Ich habe wieder gemerkt, es hat mir nicht wirklich gefallen zu trinken. Es ist, wie gesagt, dieses soziale Ding, dass Leute sagen, ach komm, wir trinken noch einen, das macht doch nichts. Ja, doch, es macht etwas mit mir. Und zwar, dass ich wieder eventuell in diesen Introvertier-Cycle zurückgehe und irgendwann sage, ach komm, der eine Sekt oder ach komm, das eine. Ja, Alkohol ist nun mal nicht gut für dich. Alkohol entzieht dem Körper
Wasser, Alkohol zerstört Gehirnzellen. Alkohol ist nun mal Gift für den Körper. Deswegen fühlt man sich am nächsten Morgen eben auch scheiße. In Prag ist es dann bei diesen drei Essayern geblieben und ich werde auch nicht darüber hinausgehen. Es war nochmal eine gute Bestätigung für dieses ganze Jahr. Ich habe es nicht übertrieben, ich habe mich nicht schlecht gefühlt, aber es ist auch nichts, was ich unbedingt wieder machen möchte. Ich möchte dabei bleiben. Ich finde, dieses Jahr hat mir gezeigt, Alkohol ist einfach nichts für mich. Und diese drei Tage in Prag waren zwar wunderschön, ich hatte zwar keine körperlichen Beschwerden danach, aber es steigt halt eben auch, wenn man auf Partys geht, dieser Alkoholgenuss steigt irgendwann an. Und das möchte ich nicht. Ich bleibe einfach dabei, dass ich keinen Alkohol trinke. Mich würde jetzt auf jeden Fall mal interessieren, wie sieht das bei euch aus? Ich habe unter dem letzten Video natürlich schon unglaublich viele Kommentare dazu bekommen, dass Trinken nichts für euch ist. Das habe ich so häufig gelesen. Das macht mich irgendwie glücklich, dass meine Community mich auch immer wieder widerspiegelt. Ich würde da gerne eure Gedanken und Meinungen zu wissen. Und ob ihr vielleicht mit mir auch schon ungefähr ein Jahr durchgezogen habt oder ob ihr schon länger dabei seid. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Thema. Wenn ihr noch irgendwas dazu wissen möchtet, würde ich das einfach auf Instagram dann beantworten. Da könnt ihr mir gerne folgen. Ansonsten würde ich euch hier einmal das alte Video verlinken und um mich herum findet ihr wie immer den Abo-Button. Einfach nicht vergessen, mal drauf zu klicken. Und das war es eigentlich schon von mir. Ich hoffe, es hat euch so ein kleines bisschen gefallen, dass ich so ein bisschen persönlicher geworden bin. Und ja, das war's von mir. Ich sehe euch im nächsten Video wieder und ihr seht mich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.